Hallo zusammen zu einem neuen Cinema Review. Und wir sind heute angelangt bei 986. Also bei September 1986. Und wir haben hier ein Jubiläumsheft. 100 Hefte, wir feiern Jubiläum. Also im Endeffekt 100 Hefte, ich müsste jetzt runterrechnen, es gibt 12 Hefte im Jahr. Wenn man jetzt 10 Jahre zurückrechnet, dann wären es 120 Hefte. Also es sind jetzt, hätte ich jetzt gesagt, 9 Jahre oder 8 Jahre und ein paar zerquetschte. Das wäre dann ungefähr 1978, 1977, da ging es dann irgendwann mit Cinema los. Und wir haben jetzt hier das Jubiläumsheft Nummer 100 im September 1986. Und da sind ein paar schöne Cover abgebildet. Zum Beispiel hier, ich weiß jetzt nicht, wer es ist, aber sie hat schöne Brüste. Hier, das sind einige Cover, die auch mir ein paar zum Verhängnis wurden auf Instagram. Weil früher war es dann doch ein bisschen freizügiger, da konnte man auch vorne drauf mal eine nackte Brust drauf fotografieren. Wenn ich das jetzt abfotografiere und bei Insta reinstelle, wird es mir zensiert. Ja, ist leider so. Aber wir sind jetzt hier bei YouTube und nicht bei Insta und es ist jetzt nicht für Kinder gemacht, deswegen kann ich das auch mal kurz reinhalten. Also 1986 kam raus Zoff in Beverly Hills, hier mit Nick Nolte. Zoff in Beverly Hills mit der, wie heißt sie nochmal, mit Richard Dreyfuss, ist ganz klar, Richard Dreyfuss und Bette Midler. Finde ich ganz lustig, den Film. Gab es ja eine Geschichte, die habe ich schon erzählt, dass wir eigentlich Beverly Hills Cop als Jünglinge damals anschauen wollten. Es war auch so um die 1986, ich war 11. Und in der Nachbarschaft hatte ein älterer Junge eben viele Filme aus der Videothek zu Hause kopiert. Und wir hatten uns auf Beverly Hills Cop gefreut. Und was kam dann raus? Am Ende hatten wir Zoff in Beverly Hills reingelegt, weil der falsche Film uns gegeben wurde. Aber es war trotzdem ein lustiger Film. Und ich werde es also nie vergessen, dass es damals Zoff in Beverly Hills war. Und ich hatte Beverly Hills Cop dann eben noch nicht gesehen, musste noch warten auf Beverly Hills Cop. Das hier ist aber ein Aufhänger. Macht mein Chef mal mit mir Zoff, nämlich die Kalaschnikow. Das ist ja auch nicht schlecht. Macht mein Chef mal mit mir Zoff, dann nehme ich die Kalaschnikow. Oder Zoff, wenn nach trauter Schäferstunde kriegt die Ehefrau davon Kunde. Oder die Ehefrau, wenn ich mich mal schön besoff, kriege ich zu Hause ganz schön Zoff. Also es sind ja schöne Sprüche hier zu Zoff in Beverly Hills. Da haben einige Leser der Cinema hier ein paar schöne Sprüche abliefern können. Und das war der Aufhänger hier zu dem ersten Film, den ich euch präsentieren wollte. Dann haben wir 100 Hefte Cinema. Und da sind ein paar schöne Bildchen abgebildet. Ich wollte es euch mal zeigen, damals standen sie noch, The World Trade Center sind hier abgebildet und so einige andere noch. Der Erich Honecker mit einer Cinema-Zeitung ist natürlich alles hier Fotomontage gewesen, aber ich fand es ganz lustig. Das muss ich euch mal reinhalten, habe ich gedacht. Dann haben wir auch den Helmut Kohl hier mit einer Cinema-Zeitung, und auf dem Mond wurde auch eine Fahne mit Cinema aufgestellt. Also das waren schon damals einige Fotomontagen zu bieten mit den gängigen Mitteln der 80er Jahre. Die waren ja nicht so viele. Und erleben und genießen mit HB. Erleben und genießen mit HB. Ja, das war eine andere Zeit. Und dann wollen wir mal weiterschauen. Ich habe hier einen Film, den habe ich aber, vielleicht habe ich den mal im Fernsehen gesehen als Jüngling.
Target, Zielscheibe und mit dabei ist Matt Dillon und Gene Hackman. Und es dürfte eine CIA-Geschichte sein, glaube ich. Also ich müsste jetzt hier mal ganz grob lesen. Target. Ein Sohn entdeckt, dass sein Vater nicht derjenige ist, für den er ihn gehalten hat. Na, bei der gefährlichen Suche nach der entführten Mutter stellt Chris fest, dass der brave Daddy CIA-Agent war und nicht nur Französisch spricht. Na dann. Okay, mal schauen, was haben wir denn hier noch? Dann haben wir hier mit dem Walter Matthew. Der große Coup, nein, ist es nicht. Es ist Piraten. Ich habe den Film einmal gesehen, naja, ist halt ein Piratenfilm. Ich bin jetzt auch nicht so der Piratenfilm-Fan. Fluch der Karibik, den ersten Teil, den kann man anschauen mit Johnny Depp, aber dann hört es auch auf bei mir mit den Piraten. Und dann haben wir hier Big Trouble in Little China. Und den habe ich verwechselt, da hat mich jemand darauf hingewiesen, bei meiner Eddie Murphy Vorstellung habe ich Big Trouble in Little China mit Kurt Russell verwechselt mit Showdown in Little Tokyo. Und dieser Patzer, der tut mir natürlich leid, weil Showdown in Little Tokyo, der ist ja mit Dolph Lundgren, aber leider nicht käuflich zu erwerben. Der ist ja auch nur 70 Minuten lang, also das ist auch ein ziemlicher kurzer Film, spricht jetzt nicht gerade für Qualität. Aber Big Trouble in Little China, der hat mich eben beim Eddie Murphy an das goldene Kind erinnert. Auf der Suche nach dem goldenen Kind, also es sind jetzt hier Riesenärger gibt es bei den Chinesen in San Francisco, denn in ihrer Kanalisation hat sich ein Ungeheuer mit einer Vorliebe für grünäugige Mädchen eingenistet. John Carpenter lädt ein zu einer haarsträubenden, komischen Geisterbahnfahrt durchs mystische Chinatown. Also mit dem Film bin ich nie so richtig warm geworden, Big Trouble in Little China mit Kurt Russell. Aber okay, vielleicht wird es ja noch, vielleicht schaue ich mir doch irgendwann mal an, man weiß ja nicht. Dann hatten wir Spione wie wir, ja, mit Chevy Chase und Dan Aykroyd, das waren halt auch noch Zeiten. Ja, ist ein bisschen abgedrehter Film, aber ist ganz lustig. Spione wie wir kann man sich durchaus mal anschauen, auch hier im Jahre 2024. Dann ist dabei der Jackie Chan in seinen frühen Jahren in Police Story. Aber auch da war ich nie Fan davon. Und von Poltergeist schon mal gar nicht. Also das ist auch nicht mein Ding. Aber das war damals die Zeit der Mitte der 80er Jahre. Da kamen diese Filme raus. Und die Police Story, da haben die Chinesen dann angefangen und wollten halt mal hier ein paar Kracher loslassen. Dann haben Ärger nichts als Ärger mit, ja, mit, der sieht ja, also auf den ersten Blick, liebe Leute, habe ich gedacht, das wäre Mel Gibson. Ne? Also ich habe jetzt hier aufgeschlagen, habe gedacht, oh, Mel Gibson, Ärger nichts als Ärger. Nein, es ist nicht Mel Gibson. Und ich kenne diesen Film nicht. Der heißt A Fine Mess in Englisch. Auf den Spuren von Dick und Doof. In Black Edwards neuer Komödie müssen zwei Freunde völlig unverbeutet gegen mafiose und verführerische Frauen antreten. Also okay, das ist eine Komödie, wenn zwei schusselige Ganoven ein naives Freundespaar verfolgen. Also ich kann dazu jetzt nichts sagen, ob der Film was ist, aber Komödien sind natürlich auch immer ganz interessant. Ja, da haben wir natürlich hier auch noch so ein Film, der ein bisschen auf der Welle von Police Academy mitschwimmen will. Und der heißt Crazy Air Force. Ich habe von diesem Film noch nie in meinem Leben was gehört, außer in dieser Zeitung. Crazy Air Force, Police Academy bei der Air Force. Aber sieht ja auch ganz lustig aus. Ja? Müsste man hier die Crazy Air Force mal anschauen. Fast so fit in Form wie die Kadetten der Police Academy sind die Rekruten der National Guard in Hollywood. In dieser Knallschottenkompanie ist alles versammelt, was ich in der Metropole des Showbiz vor dem Militärdienst drücken will. Ja, das, also müsste ich mir den Trailer mal anschauen auf YouTube und mal gucken, ob der ganz lustig ist. Dann haben wir hier Hochzeitsnacht im Geisterschloss mit Gene Wilder. Ich habe ja von Gene Wilder nicht viel.
oder so gut wie gar nichts. Und den auch nicht, weil es auch nicht mein Fall ist. Aber Gene Wilder hockt hier eben auf dem Elch. Aber Gene Wilder ist halt Silver Streak und Transamerica Express ist für mich der beste Gene Wilder Film und auch einer der besten Filme überhaupt. Das habe ich hier schon öfter mal erzählt. So, dann haben wir hier einen kurzen Bericht über Traumtheater sind kein Zukunftstraum mehr. CIC plant 8 deutsche Cineplex Center. Also da ging es damals los mit den Kinos und mittlerweile sind wir fast 40 Jahre später an den Punkt angelangt, dass alles zurückgebaut wird. Also hier sind riesen Kinosäle geplant. Zu der Zeit gab es bei uns in der Stadt 2 Kinos, die damals auch schon in die Jahre gekommen sind. Hier, das war Target, den hatte ich gerade schon vorgestellt, das war das Kinoplakat. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mal sagen, so ändern sich die Zeiten nach 40 Jahren, ist alles rückläufig. Alles hat halt irgendwo seinen Hochpunkt und seinen Tiefpunkt. Und jetzt sind wir bei den Streaming-Anbietern angelangt, da brauchen wir keine Kinos mehr oder weniger. Ja, in diesem Sinne, bitte lasst die Blumen leben. Ich habe erst gedacht, das wäre Tom Hanks. Nein, es ist Klaus-Jürgen Wusso in einem Actionfilm. Bitte lasst die Blumen sprechen. Aber den wollte ich eigentlich gar nicht zeigen. Ne? Ich habe nur gedacht, hier, Tom Hanks guckt mich an. Nein, es ist Professor Brinkmann. Dann haben wir Amazonia. Kopfjagd im Regenwald. Ja, und das sind sie wieder, die Brüste, wo ich gesagt habe, damals Sex Sells. Amazonia. Nicht? Kopfjagd im Regenwald. Ich finde halt die Kinoplakate ganz interessant. Was haben wir denn hier noch? Poltergeist. Ja, gut, okay. Ich zeige es euch mal. Ich bin kein Poltergeist-Fan, aber das war damals die Zeit der Poltergeist-Filme. Das ist in dem Fall der zweite Teil. Und da macht mit. Moment, wie heißt er denn nochmal? Auch hier wieder nicht an. Ne, wird es nicht beschrieben. Da gab es eine Air Force-Serie früher in den Anfang 80er Jahre und da war er der Hauptdarsteller und er wird hier nicht namentlich genannt. Ja, deswegen kann ich euch leider den Namen nicht nennen, aber vielleicht kommen wir nochmal drauf. Dann haben wir auf der anderen Seite den Highlander mit Christopher Lambert. Und auch da war ich jetzt nie so der Fan davon, aber da macht ja auch der Sean Connery mit in Highlander. Viele werden diesen Film lieben, das war ja damals auch so ein Hit mit dem Christopher Lambert. Der Highlander-Film. Dann ist nochmal ein Piraten-Poster dabei von dem Film Piraten. Naja, ich zeige es euch nochmal kurz mit Walter Matthau hier als alter Holzbein. Aber die Piraten, die sind ja erst dann mit der Flucht der Karibik so richtig dann rausgekommen. Da hat es noch ein paar Jahre gedauert. Dann haben wir hier auch einen Indiana Jones Verschnitt, so wie ich finde. High Speed, Super Speed, Check Speed. Wenn er kommt, ist nichts mehr so, wie es war. Der Jack Speed, ich schätze mal, das war eine Videopremiere, aber die Covers sind schon genial in den 80er Jahren gewesen. Die hast du heute nicht mehr so. Also das ist schon was Besonderes damals gewesen. Dann haben wir Der Wächter mit Louis Gossett Jr., sagt mir nichts, und Spitzenfilme zum Kaufen und Sammeln. Für ein bisschen sind die Preise runtergegangen, 79 Mark. Einladung zum großen John Belushi-Fete. John Belushi ist ja auch sehr früh von uns gegangen durch einen Drogencocktail. Und hier sind die Filme, die es für 79 Mark gibt. Also 79 Mark. Bud Spencer, die Supernasen. Die gibt es hier für 79 Mark. Also es ist schon viel Geld hier, ne? Zur damaligen Zeit. Und da ist eine kurze Vorschau und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Es ist eine Vorschau von Hitcher, der Highway Killer. Den habe ich früher auch mal gesehen mit Rutger Hauer. Hitcher, der Highway Killer ist hier zu sehen. Vielleicht sagt es jemandem was. Und Didi auf vollen Touren. Ja, und das hier ist doch im Labyrinth der David Bowie. Der David Bowie ist hier abgebildet. Ja, das sind so die Filme der 86er und da ist jetzt eine kurze Vorschau, die zeige ich euch jetzt auch nochmal.
Da ist dabei die City Cobra und der Name der Rose mit Sean Connery. Hier unten die City Cobra. Und da könnt ihr schon mal drauf freuen, weil es nämlich das nächste Heft ist. Wir sind dann bei 10,86 und das war jetzt 9,86. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Hey, wir haben ja 15 Minuten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In diesem Sinne, ciao, ciao.